Und wir sind live zurück hier auf der Baumesse in Kaiserslautern. Bau- und Wohnmesse Kaiserslautern 2022. Wie immer hier aus unserer Pressebox in der Halle 4. Und ich freue mich über unseren nächsten Gesprächsgast. Der hat hier schon Platz genommen. Und das ist Carlo Thum von der SWK. Hallo. Hallo, hallo. Er nickt freundlich und lächelt immer noch, obwohl bei ihm auf dem Stand wahnsinnig viel los ist. Deshalb sind wir sehr froh, dass er da ist. SWK muss ich nicht besonders vorstellen. Hier bei uns in Kaiserslautern der Energieversorger der Stadt Kaiserslautern. Was ist bei Ihnen los alles auf dem Stand? Auch viel. Also es kommen reichlich Kunden und auch Leute, die das gerne werden würden in unsere Dienstleistungen. Ja, und haben den ganzen Morgen reichlich zu tun, um alle Anfragen entgegenzunehmen oder aber aufzunehmen und mit den Leuten über das zu sprechen, was Sie sich wünschen und wie man das eventuell umsetzen kann. Ja. Wie sind denn so die Wünsche? Ich meine, das ganze Thema ist es schon klar. Es geht um Energie, ja. Es geht um Strom und Gas. Und wie sind die ersten Reaktionen vor Ort? Also wir haben unheimlich viele Anfragen, was das Thema PV-Anlage angeht. Also Photovoltaik. Unser Pachtmodell, das wir anbieten, ja, wo die Leute sich eben erkundigen nach dem Hergang, wie das aufgebaut ist. Ja, haben viel Nachfragen nach dem Wärmepumpe-Contracting, das wir jetzt neu anbieten. Ja, und auch hoffentlich bald auch als Pachtlösung anbieten können, um das eben auch Kunden anbieten zu können, die auch gerne das Solarmodell von uns hätten. Geht aber auch generell Thema Heizungstechnik, ja, Hausanschlussanfragen sind immer mal wieder Beratung hierzu. Abrechnungsservice, also Carsharing, rundum, also alles was an Portfolio da ist, wird angefragt. Ja. Also bezogen auf den E-Mail. Auf ja. Den, ja. Wenn Sie vergleichen zu den früheren Messen, wie ist es jetzt von der Kundenfrequenz her? Die Kundenfrequenz ist deutlich, deutlich gestiegen. Also es sind deutlich mehr Anfragen, gerade was das Thema mit Sicherheit in Richtung Autarkie über die PV-Anlage geht und auch in Verbindungen mit Techniken, die nachgelagert sind, um eben seinen Energiebedarf oder auch den Wärmebedarf abzudecken. Ja. Photovoltaik, haben Sie gesagt, ein Pachtmodell. Was muss ich mir darunter vorstellen? In wenigen Worten. Im Prinzip ist es so, der Kunde bekommt von uns eine schlüsselfertige Pacht, also PV-Anlage aufs Dach erstellt, ja, die er nutzen kann, als wäre es seine eigene und pachtet die. Und wir bekommen dafür einen Pachtzins. Ja. Okay. Und dafür hat der Kunde eine fertige Anlage auf dem Dach. Und der weitere Vorteil ist, als Kunde muss man sich nicht selber darum kümmern. Genau. Dass das Ding das funktioniert, dass es aufgebaut ist, ich muss es nicht kaufen. Genau, also der Kunde muss es dann auch nicht kaufen, sondern wie gesagt, zahlt damit es die Pacht. Gibt euch ein bisschen Geld, damit ihr es macht. Genau. Was meinen Sie wohl, gestern hat jemand gesagt, in die Glaskugel kann keiner gucken, oder man kann reingucken, aber man kriegt keine Antworten daraus. Richtig, ja. Wie würden Sie die Gefühlslage der Leute einschätzen, die bei Ihnen am Stand sind? Gefühlslage ist doch schwer verunsichert. Also gerade was das Thema mit Gas angeht, sind die Leute schwer verunsichert, wie das weitergeht. Wobei ich jetzt nur sagen kann, dass der Standpunkt momentan ist, dass Gaslieferung im Privatkundenbereich sowie in schützenswerte Bereiche wie Krankenhäuser oder soziale Sachen eigentlich meines Wissens nach nicht gefährdet ist. Ja, es wird das nicht gefährdet. Mit Sicherheit wird es nicht günstiger werden, ja, aber Gefahr, dass man frieren muss, ja, sehe ich momentan nicht. Können Sie diese Verunsicherung so ein bisschen auflösen jetzt? Sie haben ja für die meisten nur ganz wenig Zeit hier. Ja, Stück weit schon. Ja, ein Stück weit schon, aber ganz kriegt man das nicht weg. Ja. Klar. Das heißt auch, das Standing, das Renommee von SWK als regionaler Versorger, das zeichnet das wahrscheinlich auch ein bisschen aus, dass man sagen kann, okay, wir sind hier vor Ort und eben nicht sonst wo. Genau. Ja. Das können Sie auch ein bisschen in die Waagschale werfen. Absolut, ja. Welche Argumente sind das, die Sie dann bringen können? Ich sag mal, für Stammkunden in dem Sinn ist es ja so, dass die Energielieferung ja nicht auf diesem Spotmarkt eingekauft wird, sondern der wird ja, über lange Frist eingekauft. Dahingehend ist es ja bis jetzt auch gelungen, die Energiepreise stabil oder relativ stabil zu halten.
Das kann man für die Zukunft natürlich nicht versprechen, ja, weil die Preise energiepolitisch und im Energiemarkt auch sehr, sehr, sehr stark gestiegen sind. Aber fürs Erste ist mal eingekauft, die Steigerungen werden stattfinden. Ja, aber es wird, ja, das lässt sich schwer sagen, es ist wie der Glaskugel, ja, aber unsicher, dass man kalt haben muss, ja, sich einschränken vielleicht, aber kalt haben sehe ich momentan nicht. Na, ja, das ist doch mal. Macht uns doch allen ein bisschen Mut in dieser verunsicherten Lage. Und man ja, die eine Nachricht bekommt, die andere Nachricht und man weiß manchmal gar nicht so genau, wo es eigentlich weitergeht oder wie das weitergehen soll. Und da sind wir mal froh, dass jemand aus dem Metier mal selber unten beim SWK-Keller mal gucken, wie viel ist noch da, ja, im großen Tank. Also ihr könnt weiterhin liefern. Ja. Ich will aber Sie nicht entlassen, bevor wir nicht über diese Wärmepumpen gesprochen haben, weil das ist ja jetzt der absolute Hype im Moment. Weil jeder sagt, okay, in dem Moment, wenn ich das mache, dann bin ich autark und dann könnt ihr alle machen, was ihr wollt. Aber so ist es so? Nee, es ist in der Tat nicht so. Also, dass die Wärmepumpe als Heilbringer verkauft wird, ist schwierig. Ja? Also, es ist durchaus nicht unmöglich, in ein Gebäude oder auch in ein Bestandsgebäude eine Wärmepumpe reinzubringen. Ist aber meistens an sich nicht damit getan, die Gasheizung zu entnehmen oder die Ölbrenner rauszubauen und eine Wärmepumpe hinzustellen, sondern es bedarf doch ganzheitlicher Prüfung des Gebäudes. Ja? Angefangen bei Dämmung oder generell beim Gebäudestandard von der Bauzeit her, mit dem Standard, was dazugekommen ist, ja, sind die Heizflächen ausreichend, ja, eventuell oder ziemlich sicher Heizlastberechnung machen, um eben das Ganze ganzheitlich zu sehen. Ja. Und da ist ja so, dass die Fördermaßnahmen einem auch relativ gut in die Karten spielen. Da für diese Gesamtmaßnahme, also Gesamtmaßnahme ist in diesem Punkt auch gesehen beim Öl zum Beispiel, der Ausbau des Öltanks, ja, bis hin zu Heizkörpertauschen, ist alles in einem Gesamtpaket drin, das von der Regierung bis auf 60.000 Euro gedeckelt ist. Ja. Also in diesem Rahmen kann man das alles fördern lassen, ja. Muss es aber immer im Ganzen sehen. Also Wärmepumpe ist mit Sicherheit nicht das, was überall funktioniert. Eventuell ist es auch eine Hybridlösung, dass man doch noch Spitzen oder so mit Gas oder Öl oder was auch immer abfährt. Ja. Aber mit Sicherheit etwas, wo man nicht im ersten Step gedanklich verwerfen sollte. Ja. Okay. Okay, jetzt haben Sie ja gerade gesagt, Ihre Hinweise, dass man das alles genau im Einzelfall angucken muss und ausrechnen muss und oder berechnen muss. Habt ihr denn Leute, die das können oder wo muss man sich da hinwenden? Also wir koordinieren das gern, ja. Also wenn jemand kommt und sagt, er würde gerne eine Contracting-Anlage oder ein Pachtmodell dahingehend mit uns aufsetzen, ja, dann beraten wir die Kunden dementsprechend hierzu, ja, oder geben Sie gern an einen Heizungsbauer unseres Vertrauens, zum Beispiel unsere Tochterfirma, weiter, die das im Einzelfall prüfen kann. Ja? Und die können den Kunden dann ein Angebot geben hierzu. Und wir können da ein Gegenangebot oder ein Mitangebot zur Pacht der Anlage einfach abgeben. Und dann hat der Kunde etwas, wo er mit rechnen kann und sich die Sache überlegen kann, ob er das möchte oder nicht oder ob er nach einer Alternative sucht. Ne? Der Überbegriff heißt Contracting. Ja. Also Kontrakte und einen Vertrag. Genau. Das ist so. Ja, wenn die Leute draußen dann zu Ihnen kommen, dass sie im richtigen Schlagwort dann schon zu Ihnen kommen, damit sie schon wissen, um was es geht. Genau. Also es geht um das Contracting. Genau. Also praktisch die Art und Weise, wie man das organisiert, um die Energie ja, herzustellen, zu verteilen und abzurechnen. Genau. Ja, also das kriegen wir auch ganzheitlich hin, ja, über den Abrechnungsservice. Also jetzt nicht unbedingt mit Wärmepumpe, weil das jetzt nicht für größere Gebäude ausgelegt ist, aber ich sag mal, was Fernwärme oder Gas angeht, ja, mit der Verteilung können wir auch mit dem Abrechnungsservice, sprich eine ja, fundierte Heizkostenverteilung auch dahingehend dem Kunden was Gutes tun. Also Fakten, 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 bevor man irgendwie was entscheidet, genau. Die müssen irgendwie her. Einerseits kann man es ja verstehen, dass jeder denkt, ja, jetzt ist Sommer, jetzt ist warm. Aber der nächste Winter kommt bestimmt, wie mal so ein uralter Werbespruch war. Ja. Das wird sich auch in diesem Fall bewahrheiten. Überstürztes Handeln bringt jetzt wahrscheinlich nichts. Absolut nicht. Ja, absolut nicht, das ist schon mal ein hilfreicher Satz. Und also, was kann man sagen? Auf jeden Fall cool bleiben,
erstmal sich die Fakten angucken lassen. Die Tochterfirma ist wahrscheinlich EOS. Genau. EOS ist ja auch hier in Kaiserslautern in der Region bekannt. Aber viele andere Heizungsbauer, die wir jetzt im Namen nicht nennen, sind aber natürlich auch dabei. Und mit den Fachleuten sprechen, um sich den jeweiligen individuellen Bedarf berechnen zu lassen. Genau. Ja, und daraus dann sozusagen die Schlüsse ziehen, welche Technik wollen wir denn verwenden, damit wir schön und ja, ohne Angst über diesen Winter, den nächsten Winter kommen und genau, alle anderen weiteren Situationen auch. Ja, bis heute, am dritten Tag der Baumesse, hat man noch bis 18 Uhr die Möglichkeit, mit Carlo Thum und seinen Kollegen zu sprechen. Genau. Wir sind ja nicht alleine vorne, sondern sind bei... Gott sei Dank, ja. Und ich merke schon, dass sie ein bisschen rumhippeln. Ja, sie wollen wieder vor, oder müssen vor, die Leute wollen mehr von Ihnen wissen. Trotzdem herzlichen Dank, dass Sie sich die paar Minuten Zeit genommen haben, um hier der ganzen Welt auch zu erklären, dass wir vielleicht gucken müssen, nicht alles direkt übers Knie zu brechen und ganz ruhig bleiben und genau ausrechnen, um was zu machen ist. Also nutzt doch die Gelegenheit, heute bis 18 Uhr herzukommen und mit Carlo Thum, seinen Kollegen von der SWK, zu sprechen. Und wenn das nicht mehr klappt, swk-kl.de. Woher weiß ich das? Naja, weil die SWK auch immer wieder zum Beispiel unser Blatt hier, das wir am Landkreis nutzt, um auf die eigenen Dienste und Dienstleistungen hinzuweisen. Nochmal herzlichen Dank. Danke. Und Livestream dabei bleiben. Gleich kommt noch der nächste Gesprächsgast hier auf unsere Pressebox. Stay tuned.